Wir werden heute über das Thema Telekommunikation und die Evolution von Smartphones sprechen. Und ich denke, für uns allen das Thema ist sehr wichtig, weil wir sind alle mehr oder weniger mit dem Design, Web, Fotografie zu tun haben und fast alle unsere Kunden bereits ein Smartphone in der Tasche parat haben. Und ein bisschen mehr darüber zu erfahren, denke ich, nicht verkehrt. Die Telekommunikation für mich ist so angefangen. Das ist eigentlich ein Pager. Im Jahr 2000, nicht 2000, irgendwie 92, 94, weiß ich nicht mehr genau. Ein Freund von mir, der hat ein Unternehmen gehabt, das solche Dinge verkauft hat und betrieben hat. Und hat mir mal gesagt, Wladimir, komm her, du musst so ein Gerät dir kaufen. Ich sage, warum, was brauche ich und so weiter. Hatte doch nicht überredet gehabt und wir sind in den Shop gegangen und dann für mich ein gescheites Gerät ausgewählt, gekauft. Das hat nur für 100 Dollar damals gekostet. Und ich dachte mir, ja, bin ich drin. Und er hat mir gesagt, Wladimir, herzlich willkommen in der Telekommunikationswelt. Jetzt bist du drin und es gibt kein Zurück mehr. Ich dachte damals, er spinnt. Ja. Und eigentlich für die Welt, die Telekommunikation ist viel, viel, viel früher angefangen. Das Datum ist eigentlich sehr umstritten. Wobei die Tatsache ist, dass die Chinesen in 200 oder 300 vor Christus schon die Smog-Signals benutzt haben, um die Informationen rüberzubringen. Was ist eigentlich Telekommunikation? Das ist buchstäblich Kommunikation über die Entfernung. Telekommunikation, ganz einfach. Ne? Und ja, wie Sie sehen, das ist eigentlich in Rom. Wenn der Papst gewählt wird, dann wird ein Weißrauch ausgepustet und wenn dann gestorben wird. Schwarz, weiß ich nicht genau, andersrum, weiß ich nicht. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel Leuchttürme. Gibt es auch viel vorhanden, so funktionieren noch eigentlich. Und im Schifffahrt ja, benutzt man das eigentlich seit Jahrhunderten sehr erfolgreich und bis jetzt eigentlich. Apropos jetzt. Ich würde die Zeit so ein bisschen komprimieren und ins Jahr 1992 rüberspringen. Weil das Datum ist sehr wichtig für Telekommunikation. Ab diesem Datum ist eigentlich die digitale Welt der Kommunikation gekommen. Exakt im Jahr 92 hat der GSM-Konsortium auf den Markt gebracht, das ist schon ein fertiges Produkt, und zwar das digitale Netz. Davor gab es noch analoge Netzwerke, aber die sind schon obsolet längst. Für uns irrelevant. Ja, digital. Wie funktioniert das ungefähr? Das ist ja eigentlich ganz einfach. Das ist Cellular Network und da gibt es ja Zellen, da gibt es Basisstationen, das sind eigentlich Computer mehr oder weniger, Antennen. Die Antennen sehen ungefähr so aus und ich habe mir ein paar Fotos geschossen und zwar also in Niederrad, auch irgendwo in Niederrad, Konstable waren. Die Antennen sehen so aus wie so diese langen Dinge und die strahlen so Sektor ab. Und da gibt es auch sogar solche Antennen. Das ist ja Fake Tree. Manche funktioniert. Wie sieht es eigentlich mit dem deutschen Markt aus? Es gibt vier sehr großen Unternehmen, die eigentlich den Markt teilen. Teilen so ungefähr T-Mobile für 140 Millionen Subscribers, Vodafone fast gleiche, O2 und T-Plus. Es gibt noch ein paar kleine, die sind eigentlich nicht für uns normalen Sterblichen frei verfügbar. Das sind nämlich Deutsche Bahn, Militär und Regierung. Vielleicht gibt es noch was, keine Ahnung. Da als eine Schicht oben drüber auf diesen
sogenannten Mobilfunkanbietern gibt es auch Provider, Service Providers. Das ist eine kleine Liste, von denen gibt es auch über 100 Stück in Deutschland. Und was machen sie eigentlich? Die kaufen die SIM-Karten bei einem großen ab, in großen Mengen, und dann verkaufen sie dafür die für die Endkunden wieder. Und paradox ist, dass die Preise bei denen sind normalerweise viel niedriger als bei den eigentlichen Mobilfunkanbietern. Und die sind die Börsen dann wahrscheinlich in dem Fall. Ja, mittlerweile gibt es in Deutschland über 100 Millionen Subscriber und in der ganzen Welt eigentlich knapp 7 Milliarden. Wenn man bedenkt, das ist eigentlich 96% von der Weltbevölkerung. Gut, wahrscheinlich nicht jeder hat eine SIM-Karte, jeder vielleicht kann ich gerade 2 oder 3 oder 4. Jeder 7, ja. Wer hat mehr? Ah, perfekt, perfekt. Super. So, also jeder Endkunde hat so ein Gerät, so sieht vielleicht so ungefähr aus. Nein, sah so ungefähr aus. Oder doch, vielleicht hat jemand auch so ein Gerät dabei. Hat jemand? Boah, ganz gute Technikquote. Ja, dann wissen wir das, die waren sehr gut. Ja, man hätte theoretisch als Waffe benutzen können. Und ja. Dann hat einer dran gedacht, das vielleicht wird ein bisschen zu wenig. Und dann eine Firma IBM im Jahr 94 hat so ein wunderbares Gerät entwickelt. Was das kannte, keine Ahnung, muss ganz ehrlich sagen, telefonieren bestimmt. Und das hat ein Touchscreen gehabt. Also wenn jemand denkt, dass Apple Touchscreen erfunden hat, dann vielleicht liegt er falsch. Und im Jahr 97 hat die Firma Ericsson, interessanterweise Ericsson, ein Gerät hergestellt. Das war total Desaster, weil die haben nur 200 Stück hergestellt und keiner konnte sie verkaufen, weil es nicht funktioniert. Aber sie haben es als Smartphone benannt. Also das heißt, das Wort Smartphone kommt daher. Sie haben noch weitere 3 Jahre gebraucht, um ein gescheites Gerät auf den Markt zu bringen, und ja, sie haben dann ein paar Tausend verkauft. Die Dinge haben Schweinegeld gekostet damals. Ja, was haben wir heutzutage? Heutzutage haben wir eigentlich so ein schönes Gerät, was wahrscheinlich jeder von uns dann in der Tasche hat, oder vielleicht sogar 2 oder 3 oder 7. Und sie werden ja von ja, eigentlich meines Erachtens sind die, also das Smartphone ist falscher Name einfach dafür. Was ist Smartphone? Phone ist zum Telefonieren. Und das, die sind eigentlich viel fortgeschrittener. Und zwar, sie haben Speicher, sie haben Prozessoren, sie haben dann alle möglichen Dinge. Die sind nichts anderes als eigentlich ein Computer. Nur klein. Und die werden als ganz normale Computer mit Betriebssystemen ausgestattet und die laufen da drauf. Und das ist ja ganz frisch, von Gartner. Diese Zeitung zeigt uns, dass, sehen Sie diese grüne Linie? Das ist Symbian, das ist eigentlich Nokia, das ist der große Stütz von Nokia bezeichnet. Sie haben offensichtlich der Smartphone-Markt verschlafen. Leider. Sie waren wirklich gut, aber dann haben sie es verschlafen. Sie dachten, nein, wir stellen ganz gute Geräte her und das Smartphone, wer braucht das Ding? Ja, und da gibt es noch ein paar Apple mit iPhones. In der roten Linie IBM. Damals hieß es jetzt, heißt es BlackBerry. Microsoft gar nichts. Und ganz interessant, im Jahr 2008 diese blaue Linie, das ist Android. Und in 2 Jahren haben sie den Markt einfach erobert. Und jetzt haben sie knapp 80%. Was auch sehr viel ist. Was machen wir eigentlich mit dem Smartphone? Also wir surfen, offensichtlich. Wir surfen mehr als telefonieren.
ja, Musik, alles mögliche, das telefonieren wir nur 10 Minuten im Schnitt. Also, diese Grafik ist auch eigentlich ziemlich umstritten, aber das sieht irgendwie plausibel aus. Als ich auf dem Weg hierher war, ich kam aus der Frankfurter Seite, aus Fechenheim, und als ich ja 15 Minuten zu der Brücke gefahren bin, habe ich festgestellt, dass die Brücke voll gesperrt ist. Ja, und was habe ich gemacht? Als erstes habe ich mein Smartphone aus der Tasche geholt und dann Navigation eingeschaltet, habe telefoniert, habe Bescheid gesagt, dass es wahrscheinlich später kommt. Zum Glück war ich der Erste, der Letzte. Und was habe ich dann noch gemacht? Mit dem Smartphone alles Mögliche. Wenn ich sogar im Stau da gestanden habe, vor der Maintaler Fähre, habe ich sogar den Talk trainiert. Also alles Mögliche, außer telefonieren. Ja, was bedeutet das für uns eigentlich? Für uns bedeutet das Folgendes: Unsere Kunden machen das Gleiche. Das heißt, es ist schon klar, dass das Smartphone die Nische schon hat und dass es sehr wichtig ist. Was noch wichtiger ist, der Trend. Soweit ich sehe, und das ist nicht nur meine Idee, das sind ja mehrere Leute, aber sagen so, dass das Fokus von PC wird auf langsam, oder nicht langsam, auf Smartphone übertragen. Also das heißt, wahrscheinlich in 5 Tagen haben wir mehr Smartphones als PCs und die Leute werden mehr Smartphone nutzen, zum Surfen, noch irgendetwas, und wir als Hersteller haben einen Web-Content und müssen natürlich darauf achten, diesen Trend verfolgen, immer wieder verfolgen. Und offensichtlich, der Markt explodiert. Das müssen wir immer nie wieder vergessen und das Beispiel von Nokia nicht folgen. Ja, was noch? Die Auflösung wird immer größer. Markus, kannst du bitte dein Handy zeigen? Hochheben. Ja, ziemlich groß. Nicht? Es wird noch größer. Man findet kaum Smartphones kleiner als 5 Zoll. Ja, und die Bandbreite wird immer dicker. Also das heißt, Content kann ein bisschen heller sein. Ja. Ich habe so ein Smartphone mitgebracht. Das war eigentlich aus Versehen gewaschen worden. Weil ich war nicht schuld daran. Und jetzt ist es sehr sauber. Sehr sauber. Von seiner Stelle irgendwie, ich weiß nicht warum. Ja, getrocknet. Und trocken? Nee. Auf der Sonne. Unter der Sonne. Das wäre eine gute Idee. Hätte ich das gewusst, Mikrowelle, genau. Und ist kaputt. Schön. Da dachte ich mir, vielleicht gucke ich das, wie das Ding da drinnen aussieht. Ja, das wird. Noch 2 Hände. Aber macht es jetzt nicht kaputt. Ich versuche es. Und das sieht tatsächlich wie ein Computer aus. Hat Speicher, könntet ihr einfach mal anschauen. Und dann, aber vorsichtig, das bestimmt funktioniert noch. Könnt ihr einfach anschauen. So, eigentlich bedanke ich mich damit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und schönen Abend. Dankeschön. Ja, apropos Trends im mobilen Markt. Heute oder gestern kam die Meldung raus, dass Google intern an Laptops mit Android-Betriebssystem arbeitet. Also Leute gewöhnen sich an die Smartphones und erwarten dann auch immer mehr, dass es irgendwie auf dem PC auch mit den Apps wieder funktioniert. Und, ja, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass die Smartphones immer größer werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir bis in 3 Jahren nach den Smartphones... Ich weiß dafür. Nee. In 3 Jahren, da werden das alles zerfallen in Endgeräte, die wir an verschiedenen Teilen im Körper haben. Guckst du hier?
schon 3 Jahren. Spätestens. In welchen Teileskap, was geht das? Falls wir massiv hier tun zu glauben, dass die Tablets sich durchsetzen werden. Das wird jetzt zerfallen in immer mehr kleine integrierte Geräte. Und die werden wir an verschiedenen Teilen des Körpers haben und die werden verschiedene Funktionen übernehmen. Das kann gut sein. Ja. Das ist nicht so. Wie gesagt, das war nur meine Idee, nicht nur meine Idee. Gut, da gibt es auch andere Leute, die auch so denken. Sie denken anders, das ist ja ganz okay. Na, lassen Sie uns einfach mal in ein paar Jahren nochmal treffen und dann schauen wir, ob es war. Danke.